Moin, moin, liebe Leute. Wir spielen heute eine Adventure Map von Salderla. Hatten wir schon mal eine, das war die mit den doch recht extremen Rechtschreibfehlern. Das war die, in der ich trinken musste. Aber das hat sich alles ein bisschen geklärt. Recht glaubst, ich meine, ich habe eine Sprachstörung, also von daher ist das auch nicht so schlimm. Lese-Rechtschreibschwäche. Ziemlich eindeutig und ziemlich glaubhaft, würde ich jetzt mal sagen. Und wir legen einfach mal los. Bitte Creative Mode ausstellen. Das klingt ja schon wieder gut an. Aber ich bin ja nicht so hier. Jetzt löschen wir noch mal die ganzen Blöcke hier unten. Ich sagte alle. So, Creative Mode ist aus. So. Hallo InsertKind, dies ist meine zweite Map. Dieses Mal nicht so viele, in Klammern hoffe ich, Fehler in den Texten, da ich ein LRS kurz beigetreten bin. Ach, das soll Kurs heißen, okay. Also die Story und Regeln unten. Aber das sieht schon wesentlich besser aus, als vorher. Also der Kurs scheint nicht umsonst zu sein. Regeln, viel Erfolg. Ja, das sieht definitiv besser aus. Stelle auf Peaceful muss ich noch machen, bevor mich hier irgendwas in die Luft springt. Regel 1, es wird nichts abgebaut, außer du kriegst, okay. Eine eindeutige Erlaubnis, also nun zur Regel 2. Keine Cheats, fly nur, wenn du nicht weiterkommst. Regel, stelle auf friedlich, peaceful, Schalter, nur setzen, neben einem Schild, wo steht Schalter hier setzen. Hier mit IE. War klar, oder? Alle Zuschauer müssen InsertKind mögen, sonst seid ihr Leute mit Geschmack von talentierten Let's Playern. Ich dachte, da steht jetzt Tamarindensaft. Ohne Geschmack von talentierten Let's Playern. Nee, Spaß. Weiter Infos. Treppe runter und rein ins Abenteuer. Ach ja, vergess nicht diese Regel. Du musst immer weiter diese geilen Videos machen. Du bist der Beste. Alter Schleimer, du. Treppe runter und los geht's. So, erste Aufgabe. Finde den versteckten Schalter. Tipp, da wo Tiere sind, sind auch schöne Sachen. Mettwurst. Hier sind keine Tiere. Ach, da sind Tiere. Hafenbezirk Tierfarm. Haus des Meisters. Auch wieder so eine Halb-Open-World-Map, aber ganz hübsch. Ich soll zu Tierfarm, ne? Haus des Infizierten, Farm. Ich gehe zur Farm. Denn da ist wohl ein er befindet sich auf einem Wasserfahrzeug. Schalter hier anheften. Auf einem Wasserfahrzeug. Ich sehe kein Wasserfahrzeug. Vor allem Schalter hier anheften. Und da ist der Block. Ach so, da ist der Tipp. Er befindet sich auf einem Wasserfahrzeug. Wo ist denn hier ein Wasserfahrzeug? Zeige mir die Wasserfahrzeuge. Ich muss jetzt mich hier erstmal zurechtfinden. Wie erkenne ich hier ein Wasserfahrzeug genau? Ach da, das soll ein Boot sein. Interessant. Boot. Boot, 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 Boot. Boot, 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 Boot. Boot, Boot. Ach so, hier kann ich drauf, ne? Nee, nein, kann ich nicht. Hier kann ich drauf. So. Hallo, Schalter. Dich habe ich gesucht, du alte Säge, du. So. Jetzt wieder hier durch und den Weg finden. Es ist sehr eigenwillig, aber nicht unhübsch. Tierfarm. Gehen wir noch mal dahin. Vielleicht wissen wir dann, was los ist. Ja, das hätte ich. The fuck? Ich wollte sagen, das hätte ich auch mit der Hand gekonnt. That's what she said.
Okay, aber der war wahrscheinlich nur für irgendeine Sprengung nötig. Okay. Hallo Hundis. Was geht? Es ist noch ein bisschen verwirrend. So, das war die Aufwärmphase. Der Schalter ist wichtig. Drücke ihn schnell und lauf zurück. 10 nach hinten, denn es ist mit TNT. Du magst definitiv Explosionen, würde ich behaupten. So, weil die meisten Jump Parts einbauen, kannst du hier kurz üben für die nächste. Die Leiter hier. Have a nice week. Aber wenn du Schwung hast und wieder gut kannst. Manches verstehe ich noch nicht, aber ich glaube, das ist in Ordnung, denke ich mal. Ist halt ein bisschen schwer zu lesen, aber noch in Ordnung. Auf jeden Fall besser als die letzte Map, die Schilder der letzten Map. Wie merkst du dir die 11880? Die Ankündigung für weitere Maps ist da und schon 88. Trollmaps, 11 Stück abgebrochen und 0 Sinn. 88 gute Maps, 11 perfekte und 0 Trolls. Müsste dann nicht die 11 zuerst sein? Niemals. Es gibt immer Trolls, weil Baum. Das stimmt. Ich habe jetzt halt an das Gute im Menschen geglaubt. Guck aufs hintere Schild rechts. Was? Was? Oh, links. Was? Nervig. 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 Jetzt geht's schneller. Dö, dö. Wenn du hinschaust, siehst du eine dicke Wurzel. Alle Bäume sind selber mit Hand gebaut. Bitte lesen. In der letzten Map waren auch viele Fehler, weil ich ein LRS-Kind bin. Also entschuldige ich mich bei dir, weil das in der Map nicht drin stand. Beta Map 1 Erbauer Salderla. Es wird eine Weiterführung geben. Gruß Salderla. Okay. Die endete für mich jetzt gerade ein bisschen abrupt, ne? Als wird da eigentlich noch was kommen oder so. Was hier steht. Treppen magst du nicht, also darfst du hier fliegen. Okay. Hätte ich fliegen können, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. So. Ich möchte aber trotzdem noch mal eben kurz gucken, was denn da noch so war. Das mache ich nicht häufig, aber hier habe ich ja viel gar nicht gebraucht. Ich denke mal, das ist so mit deine Let's Play, Let's Play sage ich schon, deine normale Spielwelt gewesen, die du dann noch mit umgebaut hast, denke ich mal. Deswegen war hier so viel, oder vielleicht kommen hier noch Quests. Also infiziert, weil das das Haus von Zombie ist. Ja, genau so was halt, ne? Wie gesagt, vielleicht kommt da ja noch was. Ist ja die Beta 1. War ziemlich kurz, muss ich sagen. Aber eigentlich ganz hübsch. Hafenbezirk. So, ja. Und das war's dann eigentlich doch schon. War nicht übel. Wesentlich schlechteres gesehen. Deine Rechtschreibung hat sich auf jeden Fall schon verbessert. Also der Kurs lohnt definitiv. Ein bisschen was konnte ich immer noch nicht entziffern, aber ja, ich denke, das ist normal. Das kommt mit der Zeit. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschö.